Hey, komm rein, schnell! Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Momentan ist Hanako die berühmteste vermisste Person der Welt. Das weiß ich. Und uns sitzt die gesamte Arasaka-Kavallerie im Nacken. Du hast recht. Bist du verrückt? Warte! Tut mir leid, dass wir unter diesen Umständen reden müssen. Das höre ich heute schon zum zweiten Mal. Ich war dort in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Hör zu, ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal. Ich weiß auch, dass du ehrenhaft und vertrauenswürdig bist. Deshalb habe ich ein Angebot für dich. Du? Ein Angebot für mich? Der Relic, den dein Bruder an Netwatch verscherbeln wollte, ist in meinem Kopf. Ich habe mir eine Kugel eingefangen, aber die Chiptech hat mich gerettet. Und jetzt bringt sie mich um. Eins eurer Persönlichkeitskonstrukte, ein Engramm, überschreibt meine Psyche. Ich muss das aufhalten, ehe es zu spät ist. Und du kannst mir dabei helfen. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes seiner Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihm mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Hast du das gehört? Geh nachsehen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Haben wir uns gefunden? Scheiße! Auf den Boden, Arschloch! Weg für mich! Letzte Chance, von hier zu verschwinden! Takemura, ich kann ihn nicht im Stich lassen. Vergiss den Typen, der ist Geschichte. Und du auch gleich. Halt dich bedeckt! Augen auf! Macht es nur noch schlimmer für dich! Komm einfach raus!
So, Dreckstück! Halt Kontakt! Oh. Was soll... Wag es nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt! Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist hin, fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City.
Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Ich sag dir, wer hier schläft. Ganz genau. Nur zwei scheiß Loser. Und ich dachte, wir hätten Ärger, als Goro Hanako entführt hat. Siehst du, das passiert, wenn man Konzernen auf den Sack geht. Man glaubt, man ist in Scheiße getreten. Aber eigentlich steht man bis zum Hals drin. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur einer? Finger am Abzug weh. Bloß kein Wort. Ich habe eine Nachricht für V. Fass die Tür nicht an. Wer ist da? Ich sagte, wer ist da? Willst du, dass es jeder im Hotel hört, oder lässt du mich rein? Ich bin bewaffnet. Mach ja nichts Dummes. Endlich. Oh, das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen. Ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako, bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Wie hast du mich gefunden? Dachtest du denn, es würde ausreichen, die Stadt zu verlassen? Takemura sagte, er hat dir einen Tracker angehängt. Aber selbst wenn nicht, Arasaka findet absolut jeden, wenn's sein muss. Ich kotz gleich. Tut mir leid. Ich weiß, das muss schwer für dich sein. Schmerzhaft. So sehr, dass ich die Wahrheit nicht sehen wollte. Und was jetzt? Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich konnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Genau die, die Erfinderin des Soul Killers. Sie nutzt jetzt ihre eigene Version. Das sollte mehr als nützlich sein. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Engramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne. Und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise
Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders, weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Treffen wir uns persönlich. Im Embers, im Stadtzentrum. Das ist diskret. Denk nur an eines. Ab sofort müssen wir extrem vorsichtig sein. Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sakerschläger irgendwie lieber gewesen. Wir haben, was wir wollten. Der Proxy hat sich doch nicht etwa erweicht? Mich? Fick dich. Komm schon, denk doch mal nach. Gestern noch lebte Hanako in einer für sie vollkommen sicheren Welt. Und was hat sie heute? Eine fremde Stadt, einen irren Bruder und einen scheiß Dieb. Genau deshalb hat sie einen Proxy geschickt. Sie ist allein und hat die Hosen voller als wir. Aha. Klack. Was? Hast du Klack gesagt? Mhm. Das Geräusch, wie sie dir die Leine anlegt. Was denn? Noch ein paar dreckige Worte über die Porzellanschlampe? Fuck! Scheiße! Achtung! Fuck! Johnny! Noch bist du nicht tot. Ich hab dich. Was du riechst, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel, das Piste Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit, ich will dir was zeigen. Du hattest das Pseudo-Endotrizin in der Hand. Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Wolltest du die Pille schlucken? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Ich glaube eher, ich bin wach geworden und habe deinen Plan vereitelt. Und ich glaube, deine Todesangst schürt bei dir grundlos Zorn. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf.
Nimm sie mit. Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. 50 Jahre alt. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen, das würde ich auch gerne tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich daliegst und Zeit vergeudest. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Ja, würde ich. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Ich würde das auch für dich tun. Danke. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Hast du eine bessere Idee? Noch nicht, aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher, der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Im Ernst? Smasher? Plötzlich denkst du an den? Beim letzten Mal hatten keine wir... keine Gelegenheit, Hallo zu sagen. Deshalb müssen wir ihn finden und kalt machen. Okay, verstanden. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Ich soll's Rogue also sagen? Das alles? Ich glaube, das übernehme ich lieber. Persönlich. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, Satan hat mich rausgeschmissen. Wie geht's denn so? Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Okay, ich mach's. Für dich. Weiß ich zu schätzen, danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Hotel Pistis Sophia? Hieß es so? Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute.
ist das Blut in den Adern der globalen Unterdrückung.